Ja, hier ist Hitzler Marianne aus der Hauptstraße 97 in Pfuhl. Ich hab da im TV-Programm gelesen, ich hab was gewonnen, da wollt ihr mal anrufen. Wie bitte? Was? Das Was haben steht Sie? ich hab was gewonnen in der Hör zu drinne. Ein Geschenknummer ist auch dabei. Na, dann sagen Sie mir die mal und dann schaue ich sehr gerne nach. Ja, das ist Gustav Ludwig Unglück. 6629 steht da drauf. So. Sie gehören tatsächlich zu den Glücklichen, Ja. die einen Gutschein von Trenntours Touristik im Wert von 300 Euro gewonnen haben. Das Ah, heißt, das ist ja geil. Sie dürfen sich damit selbst aussuchen, wann, wie, mit wem und wohin Sie reisen Ja. und bekommen dann 300 Euro auf den Reisewert gutgeschrieben. In circa 4 Wochen schickt man Ihnen das zu. Sie sagen mir bitte, wohin. Wir fangen mit der Postleitzahl an. Aber wo soll das hin? Wo geht die Reise nach? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ihre Postleitzahl von Ihrem Wohnort, bitte. Ja, 7 6 5 3 4. Bade, bade. Die Straße. An der Bildeiche 16. Ihr Geburtsdatum. Ja, es ist der 4.10.63. 63. 63, ja. Hab ich doch gesagt. Ihr Vorname. Marianne. Und der Nachname. Hitzler wie die Hitze im Sommer. So, Frau Hitzler, dann Ja. schicken wir Ihnen Ihren Gutschein zu. Wie gesagt, in circa 4 Wochen wird er bei Ihnen sein und dann können Sie über Trenntours Ihren Urlaub buchen und können da diese 300 Euro mit einsetzen. Ah, es ist ja großartig. Dankeschön. Das hört sich doch mal gut an. Ah Haben Sie schon ja. mal was gewonnen? Ah, oh, ist lange her. Mein größter Gewinn ist mein Mann gewesen, aber der ist schon 5 Jahre tot. Der ist schon tot. Ja. Woran ist er denn Er gestorben? hat Krebs gehabt. Er hat Krebs gehabt. Krebs gehabt. Ja. Und jetzt sind Sie ganz alleine. Ah ja, eine Katz. Eine Katze. Ja. Das blöde Das ist auch Viech. gut. Nein, die nervt. Bitte? Die nervt! Die Katze nervt. Ja, hat er mein Mann mit Doch. angeschleppt, das Viech ist auch schon 9 Jahre alt. Ist nur am Schreien und am Fressen. Okay. Ja. Was mache ich Was mit ist das der? denn für Katze? Was Also, ist das denn für. die ist schwarz-weiß. Aha. Und warum geben Sie sie nicht ab, wenn sie sie nervt? Da kann ich auch nicht machen. Wenn das der Pfarrer mitkriegt, der schmeißt mich aus. Der Pfarrer. Ah ja, die haben Wohnung gemietet. Sie wohnen bei dem Pfarrer. Nein, in seiner Wohnung. Er hat eine Mietwohnung. Verstehe ich jetzt nicht. Sie wohnen beim Pfarrer oder der Pfarrer bei Ihnen? Nein, der Pfarrer hat eine Wohnung, die hat er mal vermietet. Ja? Ja. Aber wenn er mitkriegt, dass ich Katzen ausschmeiße, dann schmeißt er mir auch noch raus. Ach so, weil der möchte keine Katzen. Nein, der gehört hier zur Familie und den darf man nicht rausschmeißen. Hat er schon gesagt, sagt, die muss palde, ist Katz von deinem Mann, die muss in Ehre halten. Kauf immer das Ja. Futter von Aldi, ist auch schon mal Steier. Ja, naja, ist ja kein schlechtes Futter von Aldi. Ja, alles, sage sie immer alles, ist Müll, ich weiß es ja nicht, kenn mich nicht aus damit. Ja, und wie lange haben Sie die Katze schon? Er ist jetzt 9 Jahre altes Viech. 2 Jahre. Und wie heißt die Katze? Nein, neun! 9. Okay, und wie heißt sie? Friedrich! Auch noch so Friedrich. schrecklicher Name! Ist doch ein schöner Name für eine Ah, Katze. nein! Das ist ein Name für einen alten Mann, aber nicht für eine Katz! Naja, hier ist Ihr Mann Friedrich. Nein! Das ist Gottfried! Ach, Gottfried hieß er. Ja! Mensch, oh. Na, hier ist ja was los. Jedenfalls, Frau Hitzler, haben Sie ja jetzt gewonnen, Ihren Gutschein im Wert von 300 Euro. Ja, Ja! der Trend. Genau, das schicke ich Ihnen, wie gesagt, zu. Ja, Und Sie klasse. hatten heute. Bitte? Ja, klasse gesagt, ich freue mich. Ja, ich mich auch. Und Sie hatten sogar noch ein bisschen Glück, dass Sie heute meine Leitung getroffen haben, denn dadurch sind Sie jetzt noch automatisch in unserem Premium-Team gelandet. Was heißt Nennt das? sich
erkläre ich Ihnen sofort. Nennt sich Premium-Tipp 49 Pro. Und am 20. April fällt der offizielle Startschuss. Ja. Und dann nehmen Sie zum einen jeden Mittwoch und Samstag mit 119 computeroptimierten Tipp rein, inklusive 10x Spiel 77 am Spiel um diesen großen Lotto-Jackpot-Teil. Ich habe aber gar keinen Computer, der ist von meinem Mann. Ich weiß nicht, was man damit machen muss. Was wissen Sie nicht? Na, wie das mit dem Computer funktioniert, da bin ich nie durchgestiegen. Steifes Ding. Müssen Sie ja auch nicht, weil Sie brauchen dazu keinen Computer. Es ist ja ganz normales staatliches Lotto, also Lotto 6 aus 49. Ja? Zusätzlich noch jeden Samstag mit Ihrem persönlichen Glückstipp. Ja, und das Schöne ist, durch das Spiel 77 und Super 6 erhalten Sie hier eine doppelte Treffergarantie und werden dann auch somit definitiv viermal die Woche einen Treffer mit uns landen. Ja? Viermal Gewinne in der Woche? Genau, der Gewinn soll ja auch Spaß und Freude machen. Ah, wenn das mein Gottfried noch erlebt hätte. Wenn der das noch erlebt hätte, der Gottfried. Ja, das hätte er mal nicht geglaubt. Ich habe immer Unglück gehabt im Leben. Ach, warum? Alles ist alles nicht schön gewesen nach dem Krieg. Mein Vater ist noch ganz lang bei der Russe gesessen und meine Mutter hat dauernd Nein gehabt. Das war nicht schön. Mhm, okay. Und jetzt kommen die Russen ja schon wieder her. Ja, keine Lust drauf. Aber Krieg haben Sie ja nicht mehr miterlebt, Jahrgang 63. Nein, aber es ist ja alles kaputt gewesen. Ja, das stimmt. Und jetzt kommen sie schon wieder, die Russe. Die haben sie nicht schon genug kaputt gemacht, oder? Ja. Frau Hitler, das ganz genau. Frau Hitler, zusätzlich haben Sie sogar die Möglichkeit, mit dem Premium-Kurz-Sparprogramm Punkte zu sammeln. Mit der Katze? Das heißt, nein, nicht mit der Katze. Punkte zu sammeln. Ja. Ich habe in Deutschland gerade vom Netto. Was haben Sie bitte? Hey, Deutschlandcard vom Netto. Sie haben eine Deutschlandcard von Netto, das habe ich auch. Ah ja, super. Na, kann man gut mitsparen, ne? Ah ja, ich vergesse nur immer mitzunehmen. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Dann stecken Sie doch in Ihr Portemonnaie. Sie haben doch bestimmt immer Handtasche und Portemonnaie. Ah ja. Da können Sie die doch... Na, sehen Sie. Dann können Sie die gar nicht vergessen. Das ist halt blöd, wenn ich dann die Handtasche vergesse. Da habe ich gar nichts dabei. Sie haben nie was dabei. Ey, wenn ich es vergesse, nicht... Nee, wenn man es vergisst nicht, das ist klar. Ah ja, das habe ich doch gesagt. Genau. Ja, so, jetzt kommen wir aber zum Wichtigsten. Das ist sicherlich Ihre Frage, was setze ich ein? Ja, denn pro Ziehung, also für das Lottospiel, sind es gerade mal 2,41 Euro. Ja. Ah, ich dachte, da kann man richtig was gewinnen. Bei 2 Euro, da lohnt sich die Zeit ja gar nicht. 2,41 Euro pro Ziehung, das heißt jeden Mittwoch und Samstag. Und im kompletten Monat sind es 59,50. Und das Ganze für Sie, Frau Hitzler, mal 3 kurze, überschaubare Monate. Ja? Das heißt, ich kriege jetzt 150 Euro. Habe ich gewonnen? Nee, wer hat denn gesagt, dass Sie jetzt 150 Euro kriegen? Also gesagt, 3x50 ist 150. Ich habe zwar kein Abitur, aber das kriege ich noch nah. Ja, aber die... Verstehe ich jetzt nicht, was Sie jetzt möchten. Ja, ich auch nicht. Ja, das merke ich. Frau Hitzler, ich wünsche Ihnen alles Gute und wir dürfen Sie doch bestimmt auch weiterhin telefonisch über unsere interessanten Angebote informieren, oder? Was habe ich denn jetzt gewonnen? Ich habe das nicht verstanden zum Schluss. Einen Gutschein im Wert von 300 Euro von der Trendtours-Touristen, den schicken wir Ihnen zu. Nein, ich meine das Gewinnspiel, was da noch kam. Nee, da haben Sie noch nichts gewonnen, weil da müssten Sie mitspielen. Und da kriegen Sie kein Geld, da müssen Sie investieren, um dann zu spielen und Geld zu gewinnen. Ja, und was gewinnt man da? Ja, das weiß ich nicht. Es ist Lotto. Kennen Sie Lotto 6 aus 49? Ja, ja, das hat ein Gottfried auch immer gemacht, der alte Bock. Hat ja Gottfried auch immer gemacht, der alte Bock. Okay. Ja. Ja, na dann kennt sich doch aus mit Lotto 6 aus 49. Wir haben immer den Zettel zum Kiosk bringen müssen, im Ström, in der Regen. Ach, Mensch. Ja, einmal hat 1000 Euro gewonnen. Schön. Also er besser gesagt. Ich weiß nicht, wo er es versteckt hat. Ich hab's noch nicht gefunden. Hat er nicht mit Ihnen geteilt. Ah, ist er dann gestorben? Ach so. Weiß nicht, wo er es nah hat.
Kann er nicht mehr so gut, dass ich überall nachgucken kann. Wenn er es jetzt draußen im Schuber hat, das werde ich nicht mehr finden. Nee, hat er mit ins Grab genommen sozusagen. Das ist ein Riesensauer. Das habe ich auch dem Pfarrer gesagt, er soll noch mal gucken. Ja, der hat gesagt, der ist jetzt schon weg. Wer ist weg? Ja, der Gottfried. Ach, der Gottfried ist weg. Ja, er hat gesagt, dass der das nicht in der Hosentasche vielleicht noch hat. Hat er mir erzählt, er wird ja noch gewaschen und alles. Und dann, wenn dann, da haben die Leichewäscher mein Geld geklaut. Die haben mir das Geld gestohlen. Tja, möglich ist alles. Ich hab's dem Pfarrer gesagt, der hat's mir nicht geglaubt. Naja, möglich ist alles. Naja, das ist Sauerei. Aber wenn ich jetzt wieder was gewinne, dann peilt ihr das selber. Ja, natürlich, ist ja ihr Gewinn, ne? Ja? Kommt es dann mit der Post? Nee, erstmal müssen sie spielen. Ja, wie denn? Haben sie das verstanden, was ich ihnen gesagt habe? Ich habe das Gefühl nicht so. Ja? Es kostet sie 59,50 Euro pro Monat. Die werden von ihrem Konto abgebucht und alle Gewinne werden draufgebucht. Und am 20. April geht es los. Das heißt, die erstes Mal wird gebucht Ende März, dann Ende April und Ende Mai. Am 20. April geht es los? Ja. Ah, da hat auch der Hitler Geburtstag. Da ist kein Wunder, wenn die Russen uns wieder angreifen. Geht es jetzt schon wieder los? Ja, gucken Sie. Aber nichts gelernt aus dem Krieg. Ja, bestimmt. Melde sich an Front. Ich gehe nicht mehr kämpfen. Bin jetzt alt für... Ach, Sie sind doch noch nicht alt mit 60. Ah, doch. Soll ich mal jetzt Stiefel von meinem Mann holen und das Gewehr? Komm ich mit? Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Bleiben Sie gesund. Pass auf, die Russe komme. Ja, machen wir. Schönen Tag noch. Die Russe komme. Pass auf. Ja, passen Sie auf, schließen Sie die Tür ab. Machen Sie gut. Da kommt der Panzer durchs Haus gefahren, wenn die Tür abschließt. Ja, dann... Weiß ich nicht, verstecken sich im Keller. Ich muss weiter. Nee, hab ja gar keiner. Kannst du mal Grabe helfen, du alter Bock? Haben sie keinen Keller? Nein, kommst du mal Grabe helfen. Ich habe Schaufel da. Komm her, ich brauch dich, kann das nicht mehr allein machen. Darfst auch ganz streicheln. Ja, ich wünsche Ihnen alles Gute vor Hitler. Ja, pass auf dich auf. Bist ja immer noch dran. Komm jetzt her, hilf mal der Bunkergrabe.